Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Long Dark, der dritten Episode. Hier an der Scheune müssen wir uns jetzt aufmachen Richtung Gemeindezentrum. Wir sind genau in der richtigen Richtung und hoffe, wir werden das wollfrei hinkriegen. Das Wetter ist scheiße. Ja, aber wir können nicht ewig warten. Wir können nicht ewig warten. Wir müssen irgendwann müssen wir los. Da war irgendwo eine Brücke, ne? War nicht irgendwo eine Brücke? Auf dem Bild. Auf der Karte. Da ist die Brücke. Da muss ich lang. Hauptsache die Wölfe lassen mich in Ruhe. Überladen sind wir nicht, zum Glück. Dank des Feuers, was wir da gemacht haben. Mal kurz gucken. Es ist die Richtung fast. Okay, wunderbar. Oh, da brennt. Oh, guck mal da hinten. Da brennt irgendwas. Ist das ein Schornstein oder ist das ein Haus, was brennt? Ich hoffe nicht, dass es wie im Wildnis, dass da irgendjemand ein Haus in Brand gesteckt hat. Ich hoffe, es ist ein warmer Kamin. Ich hoffe, da hat jemand schon einen Tee aufgesetzt für uns. Scheint nicht so kalt zu sein, glaube ich. Also es ist kalt, aber die Temperatur geht nicht so schnell zurück, glaube ich. Oder es kommt nur so vor. Da ist Rauch, genau. Immer den Rauch entgegen. Immer Richtung Rauch. Da kommen wir schon dahin. Oh, sieht so cool aus, ne? Das sieht einfach mega cool aus. Sieht mega cool aus. Wir kommen dahin, wir kommen dahin. Wir werden es schaffen, wir werden überleben. Wir werden Mackenzie finden, hoffe ich. Im Koffer. Da ist die Straße wieder, glaube ich. Wir bleiben mal hier so. Ausdauer muss wieder. Ah, die Ausdauer geht langsam wieder zurück. Der fühlt sich langsam wieder. Nur ganz langsam auf. Aber ich glaube, wir nähern uns langsam. Da kommen die ersten Häuser, oder? Da sind die ersten Häuser. Wir haben es geschafft. Springen kann sie nicht. Warum auch immer. Springen kann sie nicht. Ein Friedhof. Okay. Sind wir schon mal in der Stadt angelangt. Oh Gott. Das ist nämlich das einzige Spiel, was ich kenne, wo man die Grabsteine richtig lesen kann. Normalerweise sind die Grabsteine alle unleserlich. Thompson Crossing Church. Dann gehen wir mal rein. Beten wir mal eine Runde. Beten wir mal eine Runde. Dafür ist immer Zeit. Wir haben es geschafft. Tatsächlich. Von der Scheune unbehelligt und ohne Schaden, großen Schaden, haben wir es mit Gottes Hilfe geschafft. So, was haben wir hier? Bisschen Werbung. Ah ja, Bücher zum Verbrennen. Jeder weiß, was das für Bücher sind. Ein bisschen Stoff. Können wir uns wieder ein bisschen was zurechtnähen. Und ein Brief, ein Kirchenflugblatt. Die Ermittlung bezüglich unseres fehlenden Artefakts läuft weiter. Falls Sie Informationen haben, wenden Sie sich bitte direkt an Pater Thomas, der Pfarrgemeinderat. Ein entwendetes Artefakt. Eine Nebenmission, so wie es scheint. So, Bücher zum Verbrennen. Mache ich zwar ungern, aber es wird uns bestimmt oft wärmen und der Herrgott wird bestimmt Verständnis dafür haben. Er wird bestimmt Verständnis dafür haben, dass wir hier seine heiligen Schriften unser Wohl
verwenden werden. Ein bisschen Wasser. Oh, die lasse ich aber. Das Buch lasse ich aber. Das ist die Hauptbibel. Einbruch und fehlendes Eigentum. Wir alle waren bestürzt, von diesem kürzlichen Diebstahl zu erfahren. Ich habe mit einem Polizisten hier gesprochen und bei seinem ersten Anruf ging es um einen alten Bauernhof in der Nähe eines Ortes namens Skeeters Abhang. Kennen Sie diesen Ort? Hat er Sie nicht kontaktiert? Er hatte mir versprochen, dass er den Fall weiter untersuchen würde, aber dazu müsste er nach Großer Bär reisen und Sie wissen ja selbst, dass das diese Tage schwierig ist. Bitte halten Sie uns auf dem Laufenden, Bischof Stevens. Okay, ein Hinweis, wo wir suchen müssen, um das Artefakt zu finden. Aber erst einmal machen wir andere Dinge. Oh, ein Baumwollschal. Der ist vielleicht ganz nützlich. Den können wir uns eventuell dann auch auseinandernehmen. Gucken wir mal kurz, was stärker ist. Oh, der ist nicht mehr ganz so. Den können wir auseinandernehmen. Da können wir dann unsere Kleidung reparieren. Ja, das war die Kirche. Haben wir direkt eine Quest bekommen. Es gibt also einige Quests nebenbei, die man machen kann. Noch nebenbei zu der großartigen Hauptstory. Ja. Ich würde aber vorschlagen, die Sachen, die ich in den Häusern finde, ich lasse sie erst einmal, glaube ich, da. Vor allem die Nahrung. Weil wir werden später Nahrung brauchen für die Allgemeinheit. Dann können wir uns die immer noch da holen. Dann können wir uns die immer noch aus den Häusern holen. Da ist ein Auto. Wir lassen es erstmal. Wir gehen erstmal zum Gemeindezentrum. Oh, hallo! Eine neue Freundin und ein... Ah ja, das ist ja nicht zu fassen. Passende Munition dafür auch noch. Ja, das ist ja mal was. Ja, das ist ja mal cool. Hallo, hallo, hallo. Ja, wer hätte das gedacht? Trophäe erhalten. Ja, Gemeindedienst. Wir haben einen Dienst der Gemeinde vor uns. Den wir wahrscheinlich dann auch, ja. Wir müssen wahrscheinlich diesen auch ordentlich unter Gefallen tun. Ich höre wieder Wölfe. Und noch ein Brecheisen brauchen wir nicht. Wir haben schon eins. Aber ich zeige nämlich gern mit. Was ist das denn? Glänzender Lachsporling. Als Zufall. Antibiotische Wirkung. Aha. Wenn man krank sein sollte, können wir damit ein bisschen... Okay. Ich verstehe. Da ist noch ein bisschen Altholz. Der Andreas ist auch da. Er versorgt uns. Die Zeitung wurde zum Glück nicht abgeholt. Gehen wir ganz kurz rein. Die Autos nehmen wir uns gerne mal einmal kurz vor. Einmal. Zweimal. Nichts drin. Schade. In die Autos gucke ich, aber die Häuser mache ich dann später, ne? Wenn wir dann die Nahrung suchen. Wir haben ja ein Brecheisen dabei, ist ja ganz gut. Damit können wir mal eben kurz reingucken. Da ist nichts drin, toll. So, in dem Auto können wir hinten sitzen und auch vorne sitzen. Aber hier ist weniger drin, als man denkt, in den Autos. Da waren schon Leute vor uns da. Oder die waren einfach bettelarm und haben nichts im Auto vor uns versteckt. Hier ist nichts drin. Toll.
Hat sich ja gelohnt, die Fahrt zum Mond. Wir gehen gleich mal rein, ne? Wir gehen mal gleich rein, aber erst einmal gucken wir uns die Autos mal ganz kurz an. Und die Briefkästen. Nichts drin. Schade. Da hat einer dafür gesorgt, dass man das Gemeindezentrum gut finden kann. Da ist einer. Ah, guck mal da. Salzquecker, die schön durstig machen. Finde ich gut. Und das Handschuhfach. Nichts drin. Aber ja, egal. Die Salzquecker sind schon gut. Oh, Schulbus. Die haben also auch Kinder hier. Die hatten also auch Kinder hier. Was für eine Kindheit. Was für eine Kindheit. Wenn die hier in dieser Gegend aufwachsen. Ja, Antiseptikum ist auch immer gut. Okay, wir gehen gleich mal rein. Das wird schlimmer, das Wetter. Das Wetter wird schlimmer. Da ist die Tankstelle. Da gehen wir. Die werden wir uns alle angucken, die ganzen Häuslichkeiten. Aber erst einmal. Ah, guck mal, da was. Oh, was alles liegt. Was da alles liegt. Das ist ja herrlich. Das ist ja wie ein Schlafenland. Weitere Salzquecker. Und eine Limonade. So, perfekt. Hat sich gelohnt. Hat sich schon mal gelohnt. So, wir sollten jetzt gleich unbedingt reingehen. Wir sind gleich überladen, glaube ich. Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Aber wir werden uns im Gemeindezentrum ein bisschen leiser, ein bisschen leichter machen. Wir werden uns doch ein bisschen leichter machen. Die Taschen brauchen wir nicht unbedingt und andere Krempel ist auch nicht unbedingt wichtig. Erst haben wir die Autos. Die Autos gucken wir uns an, die Häuser machen wir dann später. Das ist, glaube ich, ein guter Plan. Da ist nichts drin, schade. Did I say I hate being cold? Da ist auch nichts drin. Really do. Wir gehen gleich rein, keine Sorge. Wir gehen gleich rein. Aber das nehme ich gerne mit. Oh, guck mal. Ein Müsli-Riegel. Und das Handschuhfach. Nichts drin. Schade. Okay, das Wetter wird schlechter. Wir müssen auf jeden Fall gehen. Das Wetter wird schlechter. Kein Auto mehr. Also schnell. Nichts wie schnell zum Gemeindezentrum. Wir wollen noch eine Runde Bingo mitmachen. Eine Runde Bingo müssen wir uns noch antun. Auf gut Deutsch. Und ja, da ist noch ein Kofferraum. Den müssen wir noch aufmachen. Bevor ich das vergesse. So, gedrückt lassen, gedrückt lassen, gedrückt lassen, gedrückt lassen. Ja, sehr gut. So, was haben wir hier noch? Nichts drin. Ist auch nur Müll und Schrott. Okay, wir gehen rüber. Wir gehen rüber. Ein Auto haben wir da noch. Gucken wir mal, wer denn da so das Feuer am Leben hält. Oh, die Wölfe kommen. Die Wölfe kommen. Nichts drin. Toll. Hat sich ja echt gelohnt, hier reinzugehen. Okay, Leute, wir gehen rein. Die Wölfe kommen. Und die Musik ertönt. Thompson's Crossing. Community Hall. Weekly Bingo at Community Hall. Achte. Mittwoch 8 Uhr abends. Okay, wir gehen rein.
Wir haben es geschafft. Besser als ich dachte. Ohne Angriffe finde ich gut. Ja, mal gucken, wer hier so ist. Normalerweise flüchten die Leute in apokalyptischen Zeiten gerne in die Kirche. In der Kirche ist niemand. Also das Gemeindezentrum vielleicht. So, erst einmal ein bisschen plündern hier. Oh ja. Da ist jemand. Oh ja, es leben noch einige hier. Mehr. Sorry. Der Husten macht mich fertig durch die Kälte. Idyllisches Tal, Sammelgegenstand Teil 2. Von den Waldflüsterern. Porne unterwegs, um den Zustand der Straßen für seine nächste Lieferung zu überprüfen. Als er sah, wie diese wahnsinnigen Baumkuschler an den Schnellstraßenbeführungen in und aus dem Tal herumschlichen. Er war sich nicht sicher, was sie da treiben, aber wir müssen wachsam bleiben. Ein weiterer Hinweis auf eine kleine Nebenquest, was zum Finden. Wir haben also einiges zu tun hier. Eine Lupe, damit kann man Feuer machen. Lassen wir aber auch hier erstmal. Geschmacklos auf... Geschmacklos. Okay, wir haben einige Schränke. Schrank Nummer 1. Aktenschrank. Oder Schublade Nummer 2. Papier ist immer gut. Immer gut. Und leer. Revolvermunition, hallo. Das, den Vorhang kann man nicht mitnehmen, kaputt machen. Okay, aber ich gehe mal kurz ins Menü. Okay, mal kurz gucken ins Menü. Warte. Oh. Oh, ich habe die Taschenlampe genommen. Wo ist die Taschenlampe? Kaputt. Oder? Ne, Fackel kaputt. Wo ist die Taschenlampe? Da ist die Taschenlampe. Weglegen. Okay, es geht auch so. Okay, wunderbar. Ich dachte, ich hätte die noch in der Hand. Okay, wir gehen mal kurz in die Kleidung. Können wir irgendwas reparieren? Können wir uns irgendwie warm machen? 94%, 88%, 69, 84. Wir sind ganz gut dabei eigentlich. Ein paar Socken. Warme Füße ist immer gut. Vielleicht hier Aktionen. Die langen Unterhosen sind auch nicht verkehrt, wenn man die mal wieder ein bisschen flickt. Ja, und die Socken natürlich. Die Socken müssen auch repariert werden. Warme Füße. Warme Füße ist immer gut. So. 91%, 69, 99, 84. Wir machen mal die Jacke mal kurz ein bisschen. Okay, wir brauchen mehr Stoff. Wir brauchen mehr Stoff, dann sammeln wir mal ein bisschen. Okay, dann gehen wir mal rein. Dann gucken wir mal, was wir hier so vor uns haben. Guten Tag. Guten Tag. Unsere Sachen reintun. Stoff. Perfekt. Damit kann man direkt reparieren. Das machen wir mal direkt. Das machen wir mal direkt. Oh, 2. Ich habe nur 1. Okay. Wir reden mal gleich mit ihm. Wir sind mal nicht so unhöflich und gehen direkt hier und looten alles weg. Wir reden mal direkt mit dem Typen und sagen mal guten Tag.
Ist höflich, ne? Ist höflich. Guten Tag. Oh, hello. Did you come from the crash site? Das ist der Pater, ne? Das ist am Hals. All the cots are taken, but you can sit by the fire, warm up a bit. Crash site? How did you know about the... The crash site. Don't you remember? Another one suffering from shock, maybe. I crashed, but days ago, I'm far from here. No, no. You crashed yesterday. In the hills. A terrible crashing sound. I even heard it over the howling blizzard. Don't you remember? Listen, I'm sorry. You must be mistaken. I crashed, but not here. Oh, of course. Well, please stay and warm yourself by the fire until we can figure out where you belong. So, these people are all survivors of a crash? Well, most of them, yes. There were maybe half a dozen people in and around the town site when the blizzard first hit. Over the past day or so, the rest have slowly arrived. Most of them from the crash site. What crashed? A passenger airliner, best I can tell. Most of the people who arrived were too weak to talk about it. But judging by the thundering sound and the size of the fire on the hills, whatever crashed up there, it must have been something big. Are you sure you don't remember the crash? Hörst du mir eigentlich zu? Sie hat das schon tausendmal gesagt, also mehrmals erwähnt, dass sie nicht in dem Flugzeug war, sondern ein anderer Absturz. Also bitte. What is this place? This is the old community hall in Thompson's Crossing. We gathered people here when the weather started turning bad. 3 or was it 4 days ago? The houses became too cold, and it seemed better to bring everyone under one roof. Then yesterday, the crash survivors started showing up. How long do you think this weather will last? You're not from around here, are you? Whoever named this area Pleasant Valley had a pretty good sense of humor. We get some of the harshest weather on all of Great Bear. But it's worse than usual? Yes. Another storm blew through about a few weeks ago. The worst I've seen in years. Blocked the roads, in and out. I'm afraid we're stuck here until the road's clear. Will someone come to check on the town? Clear the roads so you can get out? I don't think so. Not anymore. We'll have to wait for nature to take its course. But what will happen to all these people? Honestly, I'm not sure. We're down to our last food. We can melt snow for water, but that will only get us so far. At this time of year, there's always another blizzard around the corner. Things might be different if the power hadn't gone out. The best thing we can do is try to keep these people warm and fed, and then we'll see what the Lord has in store. You seem disoriented, but you're in much better shape than the others. Maybe you can help us. I'm a doctor. I can have a look at the survivors and see how to help them. That sounds like a good place to start. Once you've had a chance to check on them, come back, and we can try to figure out what can be done for them. Na dann. Wir haben einen Eid abgelegt und müssen denen jetzt helfen. Speichervorgang. Kapitel 2. Gefallener Stern. Aber hier. Wir können nicht alle untersuchen, scheinbar. Doch, Vince kann man untersuchen. Let me have a look, okay? Unterkühlung. Keine Behandlung erforderlich. Okay. Vielleicht kann ich ihn jetzt untersuchen.
Nein, die ist wahrscheinlich einfach nur müde. Man kann nicht alle angucken. Bennett. This might be serious. Auch keine Behandlung erforderlich. Franklin. I'm gonna check you over. Auch hier ist nur Ruhe erforderlich und Wärme. Der gute Erwig. Let me have a look, okay? Der braucht Wasser. Haben wir erst better now? Dimitri, 37%. This might be serious. Oh, Diabetes. Braucht er. Der braucht Insulin. Und er hat wahrscheinlich keins dabei. Aber er braucht nichts, aber sie braucht nichts. Sprich mit Pater Thomas. Insulin ist ein riesengroßes Problem. I've had a look at the survivors. Most are in fairly good condition given the circumstances. These were the lucky ones. You'll find the ones who were less fortunate in the basement. May God take mercy on their souls. They died from their injuries, or were found dead. We put them downstairs to keep the bodies cold, and also, well, there are wolves around, you see. Yes, I've seen them. I think I can find most of what these survivors need, but there is a diabetic in the group. They're gonna need insulin soon. Do you know where I might find some? That's bad news. No, I don't. This survivor has type 1 diabetes. That means their body can't produce insulin. If they don't get it, they'll eventually go into shock and probably die. Well, then we need to find some. And soon, before the blizzard becomes too powerful to even risk going outside. I need to remain with the survivors, minister to them. But you can go and look for the medicine they need. I will. Any suggestions you have would be very useful. Most of the surrounding houses will be empty. But you may find some of the minor supplies you need to treat the survivors. The diabetic came in from the plane crash a day, maybe 2 days ago. So your best chance to find their insulin will probably be to find their luggage at the crash site. How will I know which luggage is theirs? You'll have to search everything you find and hope for the best. Okay. You keep die an eye Nadel on me, and I'll be back as soon as I can. Haufen. Thank you for your help. One more thing. Yes? Many of these survivors are in bad shape. From the crash, it's true. But I've seen this sort of thing before. People need hope to survive. And if they can't have hope, they need some closure. People here, many of them weren't traveling alone. They're broken-hearted, worried sick about their loved ones, feeling guilty. Why did they survive when others didn't? You can help them find some closure. But chances are searching the crash site won't be a pleasant experience. I've seen death before. Yes, you're a doctor, so you understand the fragility of human life. The fragility of the human spirit is more my domain. For the ones who've lost loved ones, if you can bring them some closure, that will help to start their healing process. Yes, it's well known that the mind and body are inextricably linked. If you encounter any artifacts, any information that would help to identify those who did not survive the crash, that information
might be a salve to these poor broken souls. Then perhaps they'll have a chance to face tomorrow. I'll do what I can to find IDs, documents, anything that can help identify the people who didn't make it. In turn, take this, my child. Oh, I'm not religious. Please, keep it. It's not for you. Please, humor me. I don't understand. At least until I can minister to those souls myself. Having you carry this rosary while you investigate the crash site, it would bring an old priest some comfort. It will be the closest thing to my being able to pray for them. I mean, no disrespect, Father, but do you really believe this will help? Perhaps in the end, faith is all we have. Gute Güte, der hat aber jetzt auch nicht geredet. Ich hab schon gedacht, der hört nie auf zu reden. So, guck mal, ein weiterer Schlafsack. Und ein Telefon. Ja, ja, ich komm schon. Das kann nur Molly sein, wer sonst? This'll come in handy. Die Socken haben wir schon. Oh, lokale Legenden. Sasquatch. Niemand weiß, wie lange die Gerüchte über den Sasquatch schon unter den Bewohnern des Tales kursieren. Es ist jedoch allgemein bekannt, dass die Geschichten über Gestalten im Wald von Jahr zu Jahr häufiger und kurioser werden. Und eine weitere kleine Nebenquest, die wir vielleicht sofort machen sollten. Ja, ich glaube, das könnten wir vielleicht sofort erledigen. Wollsäulen, achso. Der Kochtopfen lassen wir mal da stehen. Jetzt reicht, glaube ich, unsere Dose. Weitere Lampe für uns. Vorratsschrank ist verschlossen. Der Kühlschrank. Und ein bisschen Wasser für uns. Sonst haben wir nichts. Ein bisschen plündern. Da geht's raus, okay. Ja, ist ja gut, Molly. Ich komme ja gleich. Mal kurz gucken, was hier so alles drin ist. Stoff ist immer gut. Können wir uns ein bisschen zurecht machen. Wir brauchen ja noch Stoff für unsere Jacke. Nobody needs this anymore. Und ein Kochtopf. Damit haben wir weniger Kraftverbrauch beim Dosenöffnen. So far, yeah. But there are people in town who won't be if I don't get going. Heading up to the plane crash? How'd you know that? You risked your life to come here to help some sick people. You came to help me when I was stuck in the barn. You're a doctor. You're not gonna leave a bunch of crash survivors to die of cold. I would like to help the crash victims, yes. I wouldn't get your hopes.
hopes up. A few days in this weather and with the wolves prowling, doubt you'll find anyone alive out there. Let's hope you're wrong. Yeah, well, I left you a little present. Look, I'm not sure. Relax. You have to trust someone, right? Would you trust someone with a dead body in their basement? Fair point. But if you want to live, check out the trunk of that blue sedan over by the swing set. Well, okay. Thanks, I guess. Watch out for those wolves. Mhm. Unsere Freunde, die neuen besonderen Wölfe. So, erst einmal ein bisschen leichter machen. Okay. Kohle ist schwer, ne? Insgesamt 3 Kilo. Die Lupe lassen wir mal. Das Werkzeug lassen wir hier. Das Ding auch. Schlafsack brauchen wir. Reinigungsset für die Waffe lassen wir dabei. Die Steine, ja, die sind nicht so schwer. Die lassen wir hier. Wasser brauchen wir auch zum Trinken. Zedernholz, den Dosenöffner. Ja. Buch. Na komm, im Prinzip. Wir können die Dose auch so aufkriegen. Und das bisschen Leder hier, da kann man vielleicht unsere Schuhe reparieren. Kohle. Dann gehen wir kurz ins Menü und gucken mal, was wir hier machen können. Schuhe. 83% Aktionen reparieren. Wenn wir Leder haben, machen wir damit unsere Schuhe wieder heil. So, haben wir die Biste repariert. 100%, immerhin. Oh, die sind wärmer. Die sind auch besser. Warte, ich wollte die Jacke erst reparieren. Das ist wichtiger. Bevor ich jetzt andere Sachen repariere, erst einmal die Jacke. So, wir machen uns ein bisschen zurecht. Gut. Ein paar vernünftige Söckchen könnten wir noch reparieren. Okay, kein Stoff mehr. Okay. Aber ich glaube, es reicht erstmal. Wir haben immer noch über... Wir haben immer noch leichtes Übergewicht. Wir können auch ein bisschen was vielleicht. Von hier da lassen. Was vielleicht zu schwer sein könnte. Lass mal die Bücher hier. Machen es mal ein bisschen leichter. Die wiegen fast nix. Also
meiste Kohle ist, da, ist glaube ich, das Wertvollste hier, weil die am meisten, am längsten brennen und auch relativ leicht sind. So, da wo ein Pfeil oben ist, das hat man gerade an. Das heißt, wir können das T-Shirt, die anderen Dinge können wir auseinandernehmen. Die machen wir mal auseinander. Da können wir uns ein bisschen besser ausrüsten. Den nehmen wir mal auseinander. Warte. Das heißt, wir können das Ding hier auseinandernehmen. Nicht reparieren, sondern wieso ausziehen. Da muss ich drauf gehen, oder? Aktionen. Ich will gerne auseinandernehmen, aber es geht irgendwie nicht. Zerlegen, warte mal. Da muss ich drauf gehen. Aktionen. Zerlegen. Okay, jetzt geht's. So. So, haben wir auch erstmal leichteres dran. Also wir ein paar Kilo, ein paar Gramm haben wir wieder weniger. Also Estrids Mist, Wollmütze behalte ich gerne mal. Weil das ist das persönliche Zeug von ihr und das muss ich auf jeden Fall behalten. Alles, was wir nicht brauchen, wird zerlegt für die Reparatur der vorhandenen Sachen. Den Stoff kann man gut brauchen. Den Stoff können wir sehr gut brauchen. Siehst du mal, 76. Damit reparieren wir mal eben kurz diese Socken hier. Da haben wir wieder warme Füße. Farmhaus, glaube ich. Die Handschuhe vielleicht noch. Die Handschuhe vielleicht noch. Gute warme Finger brauchen wir ja auch. Und die Jacke hier vielleicht noch. Man weiß ja nie. Sie wird es uns danken. Sie wird es uns danken. Draußen ist wieder ein Sturm. Das heißt, wir können eh nicht raus. Wir können eh nicht raus. Kann man aus theoretisch den Schlafsack, den wir haben, hier mal hinlegen. Da liegt ja noch einer. Das klappt ja wieder super. Das klappt ja wieder super mit dem Schlafsack. Klappt ja echt super mit dem Schlafsack. Oh Mann. Ah, da ging es gerade. Da ging es gerade. Okay. Dann nehmen wir uns den nämlich mit. Hier kann man halt mal eine Runde schlafen. Wunderbar. So. Schlafen mal eine Runde. Haben wir uns verdient. Haben wir uns verdient. Und wir müssen gleich wieder einen Folgenbreak machen. So, wir sind noch nicht mehr ganz so überladen. Ist ganz, auch ganz gut. Aber wir haben sehr viel Durst. Die läuft bald ab. Das heißt, wir können die mal irgendwas trinken. Und der läuft auch bald ab. Sehr gut. So, wir haben noch weiter Durst, sehe ich gerade. Da können wir noch ein bisschen Wasser trinken.
Die Limonade macht eher noch mehr Durst. Okay, so sieht es gleich ganz gut aus. Mal kurz schauen, wir... Die Nacht ist bald vorbei. Ich gehe mal ganz kurz rausgucken, wie es ausschaut. Mal eben kurz gucken, wie es ausschaut. Na komm schon. Na komm schon. Oh, komm. Oh. Das ist der Mond? Okay. Oh nein. Alter. Und das ist der Moment, wo wir diese Scheißwölfe richtig lieben werden. Das erste Mal. Diese verdammten Dreckswölfe. Oh. Diese verfluchten Viecher. Diese verfluchten Viecher. Okay, wir sind auf jeden Fall nicht großartig angegriffen worden. Oh Gott. Wir schlafen noch ein bisschen. Bis es hell wird. So. Hier würde ich gerne hingehen, bevor ich jetzt zum Flugzeug gehe. Den Sasquatch finden. Und danach gehen wir dann irgendwie hier den Weg entlang. Zum Heckteil des Flugzeugs. Küchenartefakt ist da unten. Okay, es liegt auf dem Weg, theoretisch. Mollys Geschenk ist da vorne, okay. Im Auto. Schwarzfeld, das war das von dem Gefangenen. Das machen wir später irgendwann. Hier ist Mollys Scheune. Und da ist Mollys Farmhaus. Bauernhaus. Hier war die Scheune, wo wir übernachtet haben. So, großes Gebiet wieder mal. Großes Gebiet. Aber zum Glück auch wahrscheinlich auch hier, wie in den anderen Episoden auch. Man kommt nicht überall hin. Das sieht nur groß aus. Ja, Freunde. Ich muss das Gewehr in die Hand nehmen. Weil wir werden wahrscheinlich schießen müssen. Ich glaube, das wird der Fall sein. Einmal kurz. Ah, komm schon. Also, geht hier nicht. Okay. Also hier drin kann ich keine Waffe nehmen, oder was? Okay. Warum nicht? Aber putzen kann ich sie wenigstens. Immerhin putzen kann ich sie. Sehr gut. Haben wir eben mal ein bisschen was gereinigt. Da sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. In der nächsten Folge geht's weiter. Dann gucken wir mal, dass wir irgendwie... uns hier durchschlagen werden. In der Welt von The Long Dark. Also, wir gehen dann durch die Tür und dann gucke ich mal, ob ich irgendwie das große Glück habe, dass die Wölfe gerade nicht da sind. Ich höre einen leichten Sturm, also es könnte wieder stürmisch sein. Ja, rausgehen, Waffe nehmen und den Wölfen entgegentreten. Oh Gott, mal sehen. Also macht gut, bis denn. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Dann geht's weiter mit The Long Dark. Ciao, tschüss, bis denn.